Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem kleinen Videobeitrag hier, in dem ich gerne meine 3 plus 1 besten Verjüngungstipps mit dir teile. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Irmgard Bronder, ich bin mentalen Bewusstseinstrainerin und Lebensfreude-Coach, seit nunmehr über 12 Jahren in eigener Praxis, der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst tätig und da helfe ich überwiegend Frauen dabei, zu einem glücklicheren, erfüllteren, erfolgreicheren und freudvolleren, heilsameren Leben auch zu finden. Meine Mission dabei ist es, der Augenöffner zu sein, dass wir selbst der Schöpfer bzw. die Schöpferin unserer Lebenswirklichkeit im Außen sind. Nun zu meinen Tipps. Der erste Tipp, der hat was mit unserem Mindset, mit unserer Einstellung zu tun. Und da möchte ich dich gleich dazu einladen, mal dein Passalter zu vergessen. Denn wir erschaffen uns mit unseren Gedanken. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind auch eine Form von Energie. Unsere Realität im Außen. Und wenn ich nun ja zurückblicke, als ich mich so den 50 genähert habe, ist nun schon einige Jahre her und in meinem Umfeld immer so die Sätze gehört habe: Da fangen die Wehwehrchen erst recht an. Da muss man öfter zum Arzt gehen. Da tut's Kreuzweh. Da ist dies. Da ist jenes. Das habe ich teilweise auch schon von welchen gehört, die es dann so die 40-Grenze anvisiert hatten und damit auch schon ein Thema hatten. Da habe ich insgeheim für mich gedacht, daran beteilige ich mich nicht. Und dazu möchte ich dich heute auch einladen. Kümmere dich nicht um dein Passalter. Einen Satz, einen Glaubenssatz, wir erschaffen ja auch mit unseren Glaubenssätzen im Außen uns unsere Realität. Einen Glaubenssatz, dass ich jedes Jahr älter werde, habe ich gewandelt in: Meine Kinder werden älter und ich werde jeden Tag, jedes Jahr wiederum jünger. Natürlich werde ich vom Passalter her jünger, aber das kümmert mich nicht, sondern ich habe den Glaubenssatz in mir verankert, ich werde immer jünger. Und allein dieser Glaubenssatz, der hält dich fit, der hält dich wach, der bringt dir Energie. Lass mal diesen Satz auch einfach mal so auf dich wirken, wenn du mal die Augen schließt, ich werde jeden Tag immer jünger. Was das mit dir macht, der Denker, der Verstand, was der dazu sagt, der sagt natürlich, das ist Quatsch, das ist Unsinn. Aber fühl mal mit dem Herzen, mit deinem Bauch, fühl mal, wie Leichtigkeit und wie das auch mit Freude einfach getragen ist. Und dann, ja, vielleicht magst du ja auch diesen Satz in dein Leben integrieren und den Glaubenssatz dahingehend ändern, dass du älter wirst, sondern dass du jeden Tag immer jünger wirst, hellwach, topfit und voll guter Energie dich fühlst. Der zweite Tipp. Denn mit dem Mindset alleine kannst du natürlich nicht jung bleiben, denn der Mind ist das eine, das Gedankengut, aber dein Körper, der darf ja auch mitspielen und der möchte einfach gut versorgt sein, damit er einfach auch gut funktionieren kann. Und wir bestehen nun mal aus einem großen Teil aus Wasser und deshalb das beste Antifaltenmittel schlechthin ist Wasser. Frisches Wasser, energetisiertes Wasser, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, Quellwasser zu trinken. Also ich rede hier nicht von kohlensäurehaltigem Wasser, von Mineralwasser, das irgendwo in Flaschen abgefüllt ist, sondern von einem gut, qualitativ hohen, guten Wasser. Und da geht es so ein bisschen als Maßstab, pro Kilogramm Körpergewicht etwa 30 Milliliter Wasser am Tag trinken. Mein Tipp dazu, damit du auch so ein bisschen auf diese Ration kommst, ist, dir morgens am besten deine Menge schon abzufüllen und dann über den Tag verteilt trinken. Am besten auch abends so bis 18, 19 Uhr schon diese Menge getrunken zu haben. Denn damit unterstützt du deine Organe, deine Zellen damit, dass sie wirklich ihr Bestmöglichstes tun können. Der Körper ist der Tempel, in dem unsere Seele wohnt und unsere Organe und unsere Zellen, die mögen wirklich auch immer ihr Bestes geben. Aber sie brauchen dazu einfach auch entsprechende Nährstoffe und eben auch Wasser, um Gift- und Schlackenstoffe, die wir unweigerlich zu uns nehmen, einfach gut abtransportieren zu können. Und deshalb ist das mein Tipp Nummer 2, entsprechend viel Wasser zu trinken. Der dritte Tipp geht ein bisschen damit einher, hat auch was mit unserem Körper, mit unseren Zellen, mit unseren Organen zu tun. Sorge gut für dich. Ich möchte jetzt hier im Hinblick auf die Ernährung nicht missionarisch unterwegs sein. Ich möchte dich nur dazu einladen, wenn du hellwach, topfit und voll guter Energie sein möchtest,
dann sorge bitte auch dafür, dass du möglichst viel frische Energie zu dir nimmst in Form von frisch gepressten Säften, von Smoothies, von Obst und Gemüse, vor allem auch von grünem Gemüse. Also der Chlorophyllanteil, der sollte auch einen entsprechenden Stellenwert in deiner Ernährung haben. Und auch Wildkräuter. Du brauchst dazu kein Fachwissen im Hinblick auf Wildkräuter zu haben. Wenn du nur zwei Wildkräuter in deinen Tagesessensplan integrierst, zumindest ab und zu, die kennst du auf jeden Fall, damit hast du auf jeden Fall auch schon einen großen Beitrag geleistet. Das ist die Brennnessel. Zupf da einfach so das obere Drittel ab und mach die Brennnessel in ein Küchentuch mit einem Nudelholz drüber, damit brichst du einfach die Brennhaare und dann kannst du das einfach klein schneiden, in den Salat einfach untermischen oder in den Smoothie reinmachen oder es auch einfach so in den Mund reinstecken und gut kauen, damit da eben auch durch den Speichel, der da entsteht, auch entsprechende Verdauungsenzyme schon produziert werden. Das zweite Wildkraut kennst du auch, das ist der Löwenzahn. Immer wenn du irgendwo ein paar Blätter Löwenzahn siehst, zupf sie dir ab, nimm sie mit nach Hause, zerkleiner sie, mach sie in den Salat oder steck sie einfach so in den Mund. Löwenzahn enthält sehr viele Bitterstoffe, die primär wirklich wichtig sind für unseren Organismus, damit da wirklich auch alles richtig gut funktionieren kann. Wir nehmen mit unserer üblichen Nahrung viel zu wenig Bitterstoffe inzwischen zu uns, auch aus Gemüse, was eigentlich noch viel Bitterstoffe von seinem Ursprung her enthält. Es ist rausgezüchtet worden, aus verschiedenen Gründen, mag ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber Bitterstoffe sind primär wichtig für einen gesunden Körper und da kannst du einfach mit dem Löwenzahn schon mal einen großen Anteil zu beitragen. Und die Brennnessel ist eine wunderbare Wildpflanze, ein wunderbares Wildkraut, die deinem Körper, deinen Zellen dabei hilft, Gift und Schlackenstoffe auch nochmal abzutransportieren, neben anderen Mineralien, was sie deinem Körper da eben zuführt. Und der 3+1 Tipp, also der letzte Tipp ist, da möchte ich dich dazu einladen, mal wieder mehr Freude in dein Leben zu lassen. Auch das ist ein Verjüngungstipp schlechthin. Wenn du der Freude einen größeren Stellenplatz wieder in deinem Leben einräumst, dann kannst du nicht so rumlaufen, kannst nicht ein miescremiges Gesicht machen, dann hast du automatisch den Rücken aufgerichtet und strahlst das einfach aus dem Gesicht heraus schon, die Freude. Das ist auch mit ein Antifaltenmittel und ein Verjüngungsmittel schlechthin. Schau dir mal ein kleines Kind an oder du als kleines Kind, ich als kleines Kind, überhaupt kleine Kinder, die können es morgens doch nicht erwarten, bis der neue Tag da ist. Die schauen mit großen Augen in die Welt, was gibt es heute alles zu entdecken, wo werde ich heute beschenkt, was erwartet mich heute alles. Und diese kindliche Freude, schau mal, wie du das nochmal so ein bisschen in deinen Augen erstrahlen lässt, wie du wieder mit größeren Augen in die Welt blickst und deine Blickrichtung vor allem auf die schönen Dinge richtest, die es durchaus auch in deinem Leben gibt, die es durchaus bei allem, was derzeit hier in unserem Weltgeschehen los ist, die gibt es auch noch. Richte deine Aufmerksamkeit darauf. Ich habe mir da so ein bisschen eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität angeeignet. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Das mag vielleicht ein bisschen überzogen jetzt klingen, nur allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden alle, ausnahmslos alle, unsere Aufmerksamkeit auf die wunderschönen Dinge, die es auf diesem Planeten hier auch noch gibt, richten. Wie würde unsere Welt im Außen ausschauen? Das dazu zu dem letzten Verjüngungstipp. Räum der Freude wieder einen größeren Platz in deinem Leben ein und du wirst merken, wenn du dich da in diese Richtung bewegst, wird es dir alles in allem wieder besser gehen. Lausch auch mal ein bisschen mehr auf dein Herz. Lausch auf dein Bauchgefühl. Sorge gut für dich. Vielleicht magst du dir auch jeden Tag so ein paar Minuten Zeit für dich nehmen, wo du einfach mal die Augen schließt, deinen Körper wahrnimmst und einfach mal die Aufmerksamkeit auf den Atem richtest und dann dir vorstellst, wie du ganz bewusst die Energie der Freude einatmest. Probier das mal aus, vielleicht mal so 21 Tage heute, ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video hier gesehen hast und dann blick mal zurück, was es mit dir gemacht hat. Ich verspreche dir, es wird dir ein gutes Stück besser gehen.
Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Und ja, alles Liebe und Gute. Ganz lieben Dank für das Anschauen des Videos, für dein Interesse. Und ja, vielleicht gibt es ja eine weitere Begegnung, wo auch immer. Ich würde mich freuen. Alles Liebe, deine Irmgard Brander. Tschüss.